Ich habe deine Nachricht bekommen, Dash. Ist jemand durchs Portal getreten? War's Magie aus Equestria? Ist Twilight mit einem Problem gekommen, das nur wir lösen können? Hat das Riesenkuchenmonster alle Kuchen der Welt mit Kuchen bedeckt? Naja, stimmt nicht so ganz. Ich glaube, ich verstehe es nicht. Tja, Sunset, weißt du, ich habe Rainbow Dash auch gerade erklärt, dass eine gerissene Gitarrenseite nicht unbedingt einen Notfall darstellt. Natürlich ist das ein Notfall. Wirklich, Rainbow Dash? Ich war gerade dabei, eine komplizierte Applikation auf mein Kleid aufzunähen. Und ich wollte gerade alle Tierchen im Tierheim zur Nacht zudecken. Jetzt muss ich alle Geschichten nochmal von vorn erzählen. Warum schickst du uns allen wegen einer kaputten Gitarrenseite eine Notruf-SMS? Naja, ich wollte mich in ein Pony verwandeln und unseren Fans ein paar Gitarrenriffs zeigen. Aber ich brauche nun mal alle 6 Seiten dafür. Wer hat Ersatzseiten? Hier. Aber für heute haben alle ihre Proben beendet. Die Musikräume sind bestimmt abgeschlossen. Ach, kein Problem. Die Akustik im Foyer ist perfekt für Power-Akkorde. Kommt schon, gehen wir. Kommst du, Sunset? Ja, in ein paar Minuten. Liebe Prinzessin Twilight, wie ist das Leben in Equestria? Irgendwelche coolen neuen Zaubersprüche? Hier an der CHS ist es seit dem Bandwettbewerb ziemlich ruhig. Wir werden immer noch zu Ponys, wenn wir Musik machen. Womit Rainbow Dash allzu gerne angibt. Aber ich verstehe noch nicht ganz, was dahinter steckt. Ich würde gern wissen, was du dazu denkst, falls du mal Zeit hast. Deine Freundin, Sunset Shimmer.
Was hat sie mit der Statue angestellt? Oder hatte es vor? Glaubst du, sie kam durch das Portal aus Equestria? Nein, ich glaube, das hätte ich sicher bemerkt. Ich vermute, sie stammt von hier. Das ist beruhigend. Das Letzte, was wir brauchen, ist noch ein magischer Jemand, der aus Equestria rüberkommt und die Welt regieren will. Ja, richtig. Ich habe kein Interesse daran, nochmal gegen dunkle Magie anzukämpfen. Die furchtbaren Schäden an meiner Garderobe sind einfach zu schwer zu beheben. Trotzdem schleicht eine mysteriöse Figur um das Portal herum. Seid ihr denn nicht neugierig, was sie vorhatte? Oh, nein, ich will nicht mal raten. Tja, spar dir das ruhig. Ich weiß nämlich schon, wer es gewesen ist. Oh, ein nächtlicher Statuenreiniger? Ein magischer Portalpflegepfleger? Ein Gärtner? Wahrscheinlich ist sie mit einem Bus aus der Stadt gekommen und ist dann wieder mit dem Bus in die Stadt verschwunden. Wollen wir wetten? Sie geht auf die... Crystal Crab! Yep, denn die Freundschaftsspiele beginnen morgen. Die CP wollte uns sicher einen Streich spielen und die Wondercold-Statue entstellen. Warum sollte jemand dafür den weiten Weg hierher fahren? Weil die Crystal Crab Shadow Bolts unsere größten Rivalen sind. Ganz einfach, weil Schüler der Crystal Crab sowas tun. Weil sie, auch wenn sie uns schon in allem schlagen, Fußball, Tennis, Golf, trotzdem noch hinterlistig sind. Er scheint mir ganz schön albern. Albern? Ach so, na dann findest du wahrscheinlich auch die Freundschaftsspiele albern. Nun, es ist ja nicht so, als würden wir gegen dunkle Magie kämpfen. Nein, wir kämpfen nur gegen eine Schule voller Fieslinge. Nicht alles muss magisch sein, um etwas zu bedeuten. Du hast recht und es tut mir leid und euch ist es wichtig. Das ist noch milde ausgedrückt, Liebes. Sie sind immer noch dabei, das Spielfeld instand zu setzen. Ich kann nicht verstehen, woher diese Rivalität kommt. Geht es denn bei Freundschaftsspielen nicht um die Freundschaft zwischen den Schulen? Tja, es ist schwer, mit jemandem befreundet zu sein, der einen überall schlägt. Jetzt nicht mehr. Diesmal werden sich die Dinge verändern. Was soll das heißen? Oh, ihr werdet schon sehen. Ich bin mir sicher, ihr wisst alle, dass morgen die Canterlot High School die Schüler der Crystal Prep Academy willkommen heißt, um im Sinne der Werte von Exzellenz, Fairness und Sportgeist gemeinsam die Freundschaftsspiele zu bestreiten. Da die Freundschaftsspiele nur alle 4 Jahre stattfinden, seid ihr sicher auch schon gespannt, was passiert. Sie meinen, außer dass wir verlieren? Nun, das ist genau der Grund, warum ich Rainbow Dash auf die Bühne bitte, um euch ein bisschen zu motivieren. Danke, Direktorin Celestia. Ich weiß, dass die meisten von euch denken, dass wir nie im Leben eine so super tolle Schule wie die Crystal Prep schlagen können. Außer es gibt einen Siegpunkt fürs Verlieren, denn darin sind wir unschlagbar. Und ich weiß, dass die CHS noch nie der Finalsieger der Freundschaftsspiele war. Oh je, ich hoffe, sie will uns mit der Rede jetzt nicht überzeugen. Crystal Prep-Schüler sind super athletisch, super clever und super motiviert. Doch eins sind sie sicher nicht. Sie sind keine Wondercolds. Vieles haben wir erreicht und sind vorn dabei. Kaum eine andere Schule holt uns ein. Wir alle stehen für Canterlot und sind stolz darauf. Diesmal werden wir die Ersten sein. Die Wondercolds halten stets zusammen. Nun bricht die neue Zeit für uns an. Wir glauben fest an den Zauber der Freundschaft. Und dann kommt für uns alle der Tag, der den Sieg bringen kann. Wir sind nicht so, wie wir mal waren. Vieles ist geschehen. Wir überwanden jede Schwierigkeit. Stärke ist die Einheit. Wir weichen nicht zurück und sind nun für den großen Sieg bereit. Die Wondercolds halten stets zusammen. Nun bricht die neue Zeit für uns an. Nun bricht sie an. Wir glauben fest an den Zauber der Freundschaft. Und dann kommt für uns alle der Tag, der den Sieg bringen kann. Bald schon kommt dieser Tag, der den Sieg bringen kann. Na, 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 na. Wondercolds
selbst ich glaube daran, dass wir gewinnen. Ich bin endlich mal wieder so stolz auf meine Schule wie früher. Wundert sich niemand, wie Dash zum Pony werden konnte, ohne Gitarre zu spielen? Das war toll, oder? Das liegt daran, dass ich so unglaublich bin. Ja, vielleicht. Klar bist du unglaublich. Aber da muss noch mehr dahinter stecken. Es kann nicht nur zufällig passieren. Es wäre schön, wenn ihr Mädchen das in den Griff bekommen könntet. Wir möchten Maggie so weit wie möglich von den Freundschaftsspielen fernhalten. Nicht, dass man uns des Betrugs verdächtigt. Wir brauchen keine Magie, um gegen die Etepetete Crystal Prep zu gewinnen. Du hast sowas von recht. Die Freundschaftsspiele sind eine ernstzunehmende Sache. Und wir wünschen keine Überraschungen. Vor allem keine, die uns dazu zwingen, aufzugeben. Sunset Shimmer, du stammst aus der Welt der Magie. Vielleicht kannst du klären, warum die Magie plötzlich bei uns existiert. Ja, ich gebe mein Bestes. Okay, weiß jemand, welche Wettbewerbe es geben wird? Torten essen? Kuchen essen? Tortenkuchen essen! Sie lassen uns noch nicht mal das Spielfeld ansehen. Als wollten sie verschweigen, welche Wettkämpfe es geben wird. Es könnte jede Disziplin sein. Jede Disziplin? Was ist dann das richtige Outfit? Ich würde euch gern helfen, aber ich sollte wohl besser herausfinden, warum Rainbow zum Pony geworden ist. Wir sehen uns! Sunset Shimmer hat alles unter Kontrolle! Also kein Grund zur Sorge! Hey, Twilight, ich habe noch nichts von dir gehört. Wahrscheinlich bist du als Prinzessin sehr beschäftigt. Aber ich brauche wirklich deinen Rat. Ich habe die Aufgabe, die Magie an der CHS unter Kontrolle zu halten, obwohl ich selbst nicht ganz verstehe, was dahinter steckt. Als ich heute sah, wie sich Rainbow in ein Pony verwandelt hat, hatte ich das Gefühl, dass sich ihre Magie vielleicht verändert. Alle meinen, ich kann herausfinden, was hier geschieht. Ich will sie nicht enttäuschen. Aber besitze ich genug Erfahrung mit Freundschaftsmagie, um das zu tun? Entschuldige bitte. Tut mir leid. Bitte entschuldige. Mit diesem Gerät kann ich die magische Energie an der Canterlottei aufspüren. Ich weiß, du willst nicht, dass ich dorthin gehe, aber ich kann nicht warten. Und bald werde ich genügend Zeit haben. Die ganze Crystal Prep ist bei den Freundschaftsspielen. Ich hoffe, dieser Rivalitätenblödsinn stört meine Recherchen nicht. Wenn ich genug Daten über die Energiefrequenzen sammeln kann, muss ich nur die Wellenform extrahieren und kann ihren Ursprung bestimmen. Das garantiert mir die Zulassung zum unabhängigen Studienprogramm. Ah! Twilight, du kennst doch unser Haustierverbot. Naja, Spike ist kein Haustier, Dean Cadence. Er ist das Subjekt meiner Forschungen. Human-hündische Kohabitation, Auswirkungen und Implikationen. Na gut, wenn du meinst. Direktorin Cinch ist sehr allergisch, also zieh dir lieber etwas Sauberes an. Warum? Weil sie dich jetzt sehen will. Oh, vielleicht geht es um eine Bewerbung in Everton. Darüber wollte ich sowieso noch mit dir reden. Bist du dir sicher, dass du das willst? Klar bin ich das. Ein Programm, das es mir erlaubt, mich auf fortgeschrittene Mathematik und Wissenschaftsprojekte zu konzentrieren. Mein Traum geht in Erfüllung. Du wirst nie mit anderen Schülern zusammenkommen. Du wirst den ganzen Tag allein lernen müssen. Deshalb nennt es sich ja auch unabhängiges Studienprogramm. Ich will nur nicht, dass du in der Welt irgendwas verpasst. Mit anderen zusammenzulernen ist doch schön. Manchmal lernt man dabei sogar etwas über sich selbst. Ja, kann sein. Wir sehen uns gleich im Büro der Direktorin. Mhm. Warum macht sie sich denn Sorgen? Everton ist genau das, was mir gut tut. Und so viel lerne ich ja auch nicht mehr an der Crystal Prep. Wie lange bin
Rapunzel ist doch klar. Nun wird es Zeit zu gehen, dann bin ich frei. Es gibt noch mehr da draußen, was mich erwartet, weiß ich nicht. Es gibt noch mehr da draußen, ist das vielleicht mein anderes Ich? So viele Menschen um mich, doch ich zieh mich zurück. Sie träumen nur vom Siegen, voller Misstrauen im Blick. Es ist wohl besser, wenn ich gehe. Vielleicht finde ich, was ich such, wenn ich auf eigenen Füßen stehe. Es gibt noch mehr da draußen, was mich mit Zuversicht erfüllt. Es gibt noch mehr da draußen, was die Sehnsucht in mir stillt. Die Schule hat mir so viel gegeben, sehr dankbar bin ich ihr dafür. Doch es gibt noch mehr da draußen und darum hält mich nichts mehr hier. Ich will noch mehr als die. Neue Welt, mein anderes Ich. Ja, es gibt noch mehr da draußen. Das wartet nur auf mich. Wartet nur auf Armor, was macht mein Bruder hier? Direktorin Cinch dachte, als Ehemaliger kann er dir vielleicht eine besondere Sichtweise vermitteln. Sichtweise auf was? Auf die Freundschaftsspiele natürlich. Du hast doch mal an den Spielen teilgenommen, oder, Shining Armor? Ja, habe ich. Und weißt du zufällig, wer gewonnen hat? Die Crystal Prep natürlich, weil wir immer gewinnen. Weil wir immer gewinnen. Warum wollten Sie mich denn sprechen? Twilight, ich will ehrlich sein. Es ist ganz egal, ob die Crystal Prep gewinnt oder ob sie verliert. Das Wichtige ist, dass wir alle erwarten zu gewinnen, weil die Crystal Prep einen guten Ruf hat. Und es ist dieser gute Ruf, mein guter Ruf, der für alles steht, was wir an dieser Schule erreichen können. Und für alles, was du hier erreicht hast. Und du hast doch eine Menge erreicht. Keine Ahnung. Ja, denke ich. Oh, sei nicht so bescheiden. Du bist mit Abstand unsere beste Schülerin. Und ich kann nicht verstehen, warum meine beste Schülerin nicht daran teilnehmen will. An den Freundschaftsspielen? Hör zu, Twily. Ich weiß, das ist nicht ganz dein Ding. Aber die Schule zu repräsentieren ist toll. Das Team kann deine Hilfe gebrauchen. Es scheint, die Canterlot High erlebe eine gewisse Renaissance. Testergebnisse, Noten, ja selbst die Sportler verbessern sich. Wie du siehst, scheinen sie an einer Art gutem Ruf zu arbeiten. Das dürfen wir nicht zulassen. Direktorin Cinch, ich kann unmöglich an den Spielen teilnehmen. Meine Forschung ist äußerst... Ah ja, deine Forschung. Cadence, hol bitte mit Shining Armor die Kontaktliste für das unabhängige Studienprogramm. Natürlich. Interessant, du hast dich da beworben. Twilight, einer der Vorteile eines gewissen guten Rufes ist ein gewisser Einfluss auf anstehende Entscheidungen. Also, lass mich dir ein Angebot machen. Im Gegenzug für deine bedeutende Hilfe bei den Freundschaftsspielen werde ich meinen Einfluss geltend machen und dir garantieren, dass du bei dem Programm angenommen wirst. Allerdings könnte mein Einfluss auch dafür sorgen, dass du abgelehnt wirst. Tja, was meinst du, sollte ich tun?
Snake, ich wäre doch sowieso zu den Freundschaftsspielen gefahren. Der einzige Unterschied ist, dass ich jetzt teilnehmen muss. Allerdings hat mir Direktorin Cinch eigentlich keine Wahl gelassen. Ich weiß, Spike, mir gefällt das auch nicht. Ich werde wohl nicht annähernd so viele Daten sammeln können wie gedacht. Aber vielleicht bekomme ich doch ein paar zusammen. Spike, ich gehe doch nicht ohne dich los. Aber bitte sei ruhig und versuch nicht zu haaren. Dean Cadence? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wohin... Eine Sekunde, Twilight. Versuch's einfach mal mit dem Ende der Schlange. Was hast du gesagt? Ah, nur dass jemand, der so gescheit ist wie du, natürlich super gerne vorgehen kann. Ich wollte das nicht. Ich habe nur gefragt. Das ist der richtige Bus, Twilight. Steig bitte ein. Aber ich wollte mich gar nicht vordrängeln. Tja, Pech, dann mal los. Werden wir gewinnen? Ich habe keine Ahnung. Falsche Antwort. Zweiter Versuch. Na, werden wir gewinnen? Ich denke schon. Naja, es ist... Ich meine, ich habe gehört, die CHS gibt sich viel Mühe, an ihrem Ruf zu arbeiten. Und ich meine, er ist nicht besser als unserer, natürlich. Aber wir können das nicht zulassen, oder? Naja, dass sie gewinnen, stimmt's? Nun setz dich mal endlich hin! Hi, Sugarcoat. Eine schlechte Ansprache, so solltest du nicht vor den anderen reden. Na, Spike, zum Glück habe ich dich immer dabei. Cool, das musst du dir mal reinziehen. Ich hoffe, es gibt auch einen Musikwettbewerb bei den Spielen, denn den würden wir ganz sicher rocken. Wir sollen doch jegliche Magie von den Freundschaftsspielen fernhalten. Leichter gesagt als getan, Herzchen. Ganz bestimmt gehorcht die Equestria-Magie aufs Wort. Aber? Wir sind nicht in Equestria. Naja, du wirst herausfinden, was du über die Magie wissen musst. Und während Sunset sich darauf konzentriert, die Magie rauszuhalten, dachte ich, ich hol sie auf meine Art rein. Rarity, was hast du getan? Sag schon. Tja, ich hatte ein kleines bisschen Zeit. Und da wir nicht wissen, was uns bei den Freundschaftsspielen erwartet, habe ich für verschiedene Outfits gesorgt. Wow, das hättest du wirklich nicht tun müssen. Weiß ich doch. Nein, ehrlich, das hättest du nicht tun müssen. Weiß ich doch. Vizedirektorin Luna weist ihre Schüler ein, während ich sie herumführe, Direktorin Cinch. Seit ihrem letzten Besuch bei uns hat sich einiges verändert. Oh, ja, Direktorin Celestia. Ich bin sicher, das wird faszinierend. Ich freue mich immer so, dich zu sehen, Dean Cadence. Auch wenn es heißt, dass wir verlieren. Danke, Vizedirektorin Luna. Aber ich habe gehört, ihr macht es uns dieses Mal nicht so leicht. Aus dem Weg! War das dein Ernst? Oh, entschuldige, wollte ich wirklich nicht. Oh, entschuldige, geh du doch zuerst. Du bist ja so ein freundliches Wesen. Ich hab dich im Auge. Wow! Yeah! Du bist hier sowas wie der Fußabtreter. Hi, Twilight. Hey, Twilight. Hi, Twilight. Hi, Twilight. Hey, du siehst gut aus. Hi. Hey, wie geht's dir denn? Mann, schön, dich zu sehen. Twilight, wie läuft's denn? Twilight, na? Hi, hallo. Gut. Twilight? Ich hab dich ja beinahe nicht erkannt. Oh, seit wann trägst du eine Brille? Naja, eigentlich schon immer. Oh, also wie lange bleibst du denn hier? Nur für die Freundschaftsspiele. Klar, natürlich. Wenn du hier bist, gewinnen wir.
muss los. Okay, bis dann. Rarity, die Outfits sind toll, aber wieso gibst du dir so viel Mühe, wenn du nicht mal weißt, ob wir sie überhaupt tragen? Bevor die Spiele anfangen, bist du noch total erschöpft. Oh, pff. Sei nicht albern, Herzchen. Es ist mein Leben, mich mit Kleidern zu beschäftigen. Und mir Zeit für meine besten Freundinnen zu nehmen, erfüllt mich mit Energie! Und mit Magie, wie ich das sehe. Ehrlich gesagt, Applejack, da du es gerade erwähnt hast, ich brauche wirklich mal eine kleine Pause. Oh. Na bitte, sag ich doch. Twilight? Ja? Was sagt man da? Wieso hast du denn nicht gesagt, dass du kommst? Ich liebe es, diese Brille. Und was hast du da an? Es ist so seriös. Meine Uniform? Deine Uniform für was denn? Für die Crystal Prep. Aber warum weiß jeder an dieser Schule, wer ich bin? Sagtest du gerade Crystal Prep? Spike! Ihr kennt den Namen meines Hundes? Und unser Musikprogramm hat sich auch besonders gut entwickelt. Twilight? Das wird langsam lächerlich. Ich muss mich für die Neugier meiner Spitzenschülerin entschuldigen. Was, Ihre Schülerin? Die schlauen Schüler sind immer neugierig. Ich bringe sie zurück zu ihren Klassenkameraden. Ich habe nicht gewusst, dass Twilight eine Zwillingsschwester hat. Hat sie nicht! Die Twilight ist offenbar die Twilight aus dieser Welt. Sie kann nicht die Twilight aus Ponyville sein, weil die Twilight aus Ponyville nicht auf die Crystal Prep geht und keine Brille trägt. Wie auch immer. Tut mir leid, Direktorin Cinch. Ich bin nur diesen seltsamen Signalen gefolgt. Und die führten mich zu diesem Mädchen und Twilight, deine Freizeitaktivitäten brauchen mich nicht zu interessieren, aber während du hier bist, erwartet die gesamte Crystal Prep deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Warum scheint mich an dieser Schule so gut wie jeder zu kennen? Vielleicht wollen sie dich beeinflussen, vielleicht wollen sie dich auf ihre Seite ziehen. Es wirkte gar nicht, als ob sie mich beeinflussen wollten. Ich weiß nicht, was sie vorhaben, aber es soll uns garantiert davon abhalten zu gewinnen. Ich fasse es nicht. Die Twilight in unserer Welt geht auf die Crystal Prep. Und dann wird sie bei den Freundschaftsspielen gegen uns antreten? Nein, das wird sie nicht tun. Unsere Twilight würde das nicht tun. Unsere Twilight ist eine Prinzessin in Equestria und Expertin in Freundschaftsding. Und wenn sie hier wäre, wüssten wir schon, warum die Magie plötzlich bei Bandproben und Kostümproben einfach aus dem Nichts erscheint. Oh, tut mir leid. Ich bin nur frustriert, weil ich keine Antwort finde. Sie ist eine Prinzessin in Equestria und hat sicher genug Probleme, die sie lösen muss. Wir können nicht erwarten, dass sie alles stehen und liegen lässt und durchs Portal kommt. Vor allem, wenn es mit solchen Kleinigkeiten zu tun hat, wie ein paar seltenen Pony-Momenten. Es sind keine Kleinigkeiten. Die Magie kam in diese Welt, als ich damals Twilights Krone stahl. Ich musste alles geben, damit ihr mir wieder vertraut. Wenn wir die Spiele verlieren, nur weil ich die Magie nicht unter Kontrolle bekomme... Oh, Sunset, ich bin mir sicher, dir fällt bestimmt etwas ein. Du hast uns damals geholfen, als das mit den Sirenen passiert ist. Schon vergessen? Ja, ja, aber Twilight war diejenige, die genau wusste, wie wir die Sirenen aufhalten können. Weißt du nicht mehr, Liebes, was wir brauchten, um sie aufzuhalten? Warst du? In Ordnung. Ja, ist doch toll. Na kommt, Leute, mal sehen, ob wir was über die Wettbewerbe herausfinden und uns eine Strategie einfällt. Hey, kommst du mit, Sunset? Ich... Komm in ein paar Minuten hinterher. Noch keine Antwort. Nein, wir werden uns nicht geschlagen geben. Ich bin neugierig. Okay. Vielleicht kann ich sie ja anders kontaktieren. Was hast du hier zu suchen? Twilight, komm bitte sofort zu den anderen. Hä?
Wo ist das Portal? Wo ist das Portal? Was soll das heißen, das Portal ist weg? Das heißt, es ist fort. Es ist geschlossen. Einfach nicht mehr zu sehen. Wie kann denn das passieren? Keine Ahnung. Aber dahinter steckt ganz bestimmt diese Twilight. Was zum Heuhaufen hat sie vor? Überlass das mir. Twilight, kannst du mir mal sagen, was du hier suchst? Ich? Oh, ich wollte gerade... Wer will das schon wissen, ha? Wir schon. Okay, okay, Leute. Bitte kein Konkurrenzgehabe, bevor die Spiele anfangen. Es gibt bei den Spielen keine Konkurrenten, da wir noch nie verloren haben. Das, was du da sagst, ist aber nicht sehr nett. Sorry, Schätzchen. Aber hier geht's nicht darum, nett zu sein. Nun, ein wenig Anstand wäre sicher drin. Hi, ich bin Pinkie Pie. Oh, hi. Ich bin Twilight. Weiß ich doch. Du siehst aus wie meine Freundin. Ihr Name ist auch Twilight. Das ist komisch. Was ist das da? Das ist ein Spektrometer. Ich messe damit Energiefrequenzen. Aber es kann auch Anomalien einfangen. Er kann Dinge messen. Auch diese Party? Ja, wobei das für mich nicht nach einer Party aussieht. Ich weiß. Irgendwas scheint definitiv zu fehlen. Komm mit! Hallo, liebe Schüler. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um unsere Gäste von der Crystal Prep Academy an der CHS willkommen zu heißen. Was aller Welt ist denn da drin? Partykanonen natürlich! Und zum Schluss möchte ich gerne die 12 Schüler vorstellen, die die CHS als Teilnehmer der Spiele bestimmt hat. Ich glaube, wir haben die idealen Schüler gefunden, um die Werte von Exzellenz, Fairness und Sportgeist der Freundschaftsspiele zu präsentieren. Sicher, dass das eine gute Idee ist? Absolut! Direktorin Celestia, für diese ungewöhnliche Willkommensrede. Vor 4 Jahren gab es die letzten Freundschaftsspiele und dennoch scheint sich nichts verändert zu haben. Die Canterlot High wählt ihre Teilnehmer noch immer nach Beliebtheit aus und die Crystal Prep stellt ihre besten 12 Schüler auf. Ich finde es sehr beruhigend, dass selbst nach so vielen Jahren der Niederlage diese Schule noch immer an ihren Ideen festhält, wie falsch sie in den Augen anderer auch sein mögen. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Glück, trotz des unvermeidlichen Ausgangs. Oh. Tut mir sehr leid, Pinkie. Ich fand deine Partyideen wirklich toll. Sie haben echt für Stimmung gesorgt. Ja, wenn Direktorin Cinch sie nur nicht gleich wieder zerstört hätte. Ja, sie ist fürchterlich. Wow, Pinkie, was ist denn mit dir los? Keine Ahnung. Alle waren gut drauf, nachdem Twilight und ich die Partykanonen abfeuerten. Mein Pony-Moment. Ja, dein Pony-Moment. Aber dann wurde die Magie plötzlich aus mir rausgesaugt. Warte, was meinst du jetzt? Genau mit rausgesaugt. Hey, wo ist diese andere Twilight? Oh, sie ist gleich... also... Guten Morgen, Schüler. Sicherlich freut ihr euch schon auf den ersten Tag der Freundschaftsspiele.
Unsere Wettkämpfer duellieren sich in allen Bereichen des CHS-Lehrplans. Der Höhepunkt ist dann das K.O.-Rundenfinale. Willkommen zum ersten Wettkampf, dem akademischen Zehnkampf. Ihr werdet in Chemie, Hauswirtschaft und allem dazwischen bewertet. Aber denkt daran, pro Team kommen nur die 6 Schüler mit den meisten Punkten anschließend in die zweite Runde. Viel Glück! Wir nehmen es mit euch auf! Wir nehmen es mit euch auf! Wir nehmen es mit euch auf! Die Gewinnerin des ersten Freundschaftsspiele-Wettkampfs ist Twilight Sparkle und die Crystal Prep. Das war der Wahnsinn! Wirklich überwältigend! Aber wir haben doch nicht gewonnen. So dicht am Sieg ist die Canterlot noch nie gewesen. Nach gewissenhafter Zählung aller Punkte präsentieren wir jetzt die Schüler, die in die zweite Runde der Freundschaftsspiele ziehen dürfen. Ja! Ja! Herzlichen Glückwunsch. Du warst wirklich klasse. Tut mir leid, entschuldige mich. Okay, na dann. Willst du ihr ein Leckerli geben? Offenbar bin ich nicht die Einzige, die ihr Haustier mit in die Schule schmuggelt. Nicht nur eines. Oh, wow. Ich habe nur Spike. Na, das ist ja fast schade. Kann er reden? Nicht, dass ich wüsste, nein. Herzlichen Glückwunsch, dass du gewonnen hast. Obwohl es nicht gerade aussah, als hätte sich irgendjemand aus deinem Team darüber gefreut. Stimmt, niemand an meiner Schule freut sich über etwas, das er nicht selbst getan hat. Das klingt ganz fürchterlich. Hier, halt ihn mal. Und warum? Immer wenn ich ein Kaninchen halte, geht es mir gleich besser. Na, das ist doch lächerlich. Aber... Oh, es
scheint echt zu funktionieren. Ich bin im anderen Team und du hast verloren. Wieso bist du trotzdem nett zu mir? Du siehst aus, als brauchst du es. Was war ich? Ich denke schon. Twilight, warte! Oh, bis dann. Twilight, komm schon! Warte auf mich! Warum bist du denn weggerannt? Oh, keine Ahnung. Vielleicht lag es an dem leuchtenden Mädchen. Oder an dem Loch im Himmel. Oder meinem sprechenden Hund. Ja, seltsam, oder? Alles okay? Wie fühlst du dich? Was ist passiert? Was ist mit dir los? Hey, eine Frage nach der anderen. Das ist doch auch für mich neu. Ja, entschuldige. Ich weiß nur, dass ich diesen flinken Hasen durch das Leuchtedings gejagt habe. Dann war ich woanders. Ich saß auf dem Arm des netten Mädchens und konnte sprechen. Ich weiß nicht, warum ich das vorher nicht konnte. Ich meine, es ist so leicht. Twilight? Schnell, versteck dich da drin. Mit wem redest du denn? Mit mir selbst. Eine nervöse Angewohnheit. Haben Sie mich etwa gesucht? Oh ja, allerdings. Was für ein Zufall, dass die CHS-Schülerinnen, die weitergekommen sind, dieselben sind, die so an dir interessiert sind. Meinst du nicht? Ich bin mir nicht so sicher. Vielleicht solltest du sie doch besser kennenlernen. Aber ich dachte, dass sie das nicht wollen. Sagen wir mal so, ich will alle Seiten absichern. Wer weiß, vielleicht verraten sie dir ja das Geheimnis für den plötzlichen Erfolg der Canterlot High. Ich weiß nicht so recht. Spionieren fände ich falsch. Das ist deine Entscheidung, Twilight. Ist ja nicht so, dass dein Stipendium davon abhängt. Moment allerdings, tut es das doch. Mann, ist die fürchterlich. Was willst du tun? Ach, keine Ahnung, Spike. Keine Ahnung. Ich habe Twilight empfohlen, ein Kaninchen zu halten und dann habe ich mich verwandelt. Ich krieg's nicht zusammen. Rarities Magie kam, als sie die Outfits genäht hat. Pinkies beim Versuch, die Party zu retten und jetzt Fluttershy. Und dann hat Twilights komisches Anhängerdings die Magie aus mir herausgesaugt. Ich konnte nicht mal mehr aufstehen. Wie bei mir während der Party. Oder bei mir, bevor wir diese Twilight trafen. Dann stiehlt sie anscheinend Magie. Ich weiß nicht genau. Sie wirkt eigentlich nicht wie jemand, der Magie stiehlt. Ja, aber es gibt da noch einen Zusammenhang zum Portal. Falls ihr Anhänger tatsächlich Magie einsaugen kann, hat er vielleicht auch das Portal geklaut. Wie denn? Ich hab doch keine Ahnung. Und das Pony oder die Person oder die Prinzessin, die mir da weiterhelfen kann, ist für mich überhaupt nicht erreichbar. Was echt schade ist, denn Twilight weiß alles über Magie. Und Portale und magische Portale und transportable Magie. Für heute konzentrieren wir uns darauf, die Shadow Balls zu schlagen. Und solange ich mich bei diesem Event auf einem Spielfeld befinde, müssen wir uns darüber garantiert keine Sorgen machen. Oh ja, und auf was für einem Spielfeld du stehen wirst. Bin ich die Einzige, die hier denkt, dass das zu weit geht? Ich vermute mal, du hast keine Motocross-Outfits genäht. Och, jetzt mach dich doch nicht lächerlich. Natürlich habe ich das! Ihr fahrt immer zu zweit. Indigo Sepp und Sugarcoat fahren beim Motocross. Ja! Lemon Zest und Sunny Flair übernehmen das Speedskaten. Bogenschießen ist ein Standardschulfach an unserer Schule. Daher sollte es jeder von euch können. Twilight und Sour Sweet legen also vor. Nun, das ist doch wunderbar! Wenn man verlieren will, bevor man angefangen hat. Da Twilight den letzten Wettkampf allein gewonnen hat, habe ich volles Vertrauen, dass sie auch diesmal ihr Bestes geben wird. Oder meinst du nicht? Willkommen, liebe Schüler, bei der Tri-Cross-Staffel der Freundschaftsspiele. Bei diesem Event stehen sich unsere Teilnehmer in den Disziplinen Bogenschießen, Speedskaten und zuletzt Motocross gegenüber.
Also, wenn die Wettkämpfer bereit sind... Jeder Bogenschütze muss in die Mitte treffen, bevor ihr Teamkollege in die nächste Etappe starten darf. Du sagst es. Wenn die Crystal Prep nicht bald trifft, ist sie aus dem Rennen. Du bist echt so schlecht. Ich kann mir das nicht mehr ansehen. Du musst aufhören, das Ziel anzuvisieren. Oh, das klingt logisch. Nur nicht das Ziel anvisieren. Super, lieben Dank. Hör auf, dorthin zu zielen, wo die Zielscheibe ist. Ziele dorthin, wo die Zielscheibe sein wird. Ja, hör unbedingt auf den Rat, den dein Gegner dir gibt. Willst du in die Mitte treffen oder nicht? Dann vertrau mir. Atme tief ein. Und dann lass den Pfeil los. Genau. Jetzt. Das ist meine Twilight. Na bitte, ich hab doch die Wahrheit gesagt. Was machst du denn? Plötzlich! Ich hab keine Ahnung! Lot hat nur noch zwei Runden vor sich, aber es scheint, als würde die Crystal Prep jetzt aufholen. Na komm schon! Immer noch gewinnen.
zum Schüler. Weiter geht's in unserer Turnhalle. Geht es euch allen gut? Besser als nur gut. Wir haben gewonnen. Ja, wir haben gewonnen, aber es hätte sich jemand von uns verletzen können. Die Magie spielt total verrückt und ich weiß absolut nicht, wie ich das in Ordnung bringe. Entschuldigt bitte. Ich wollte gar nicht, dass sowas passiert. Ich wollte einfach nur mehr über die Energie erfahren, die von eurer Schule ausgeht. Ich wusste nicht, dass es Magie war oder wie sie funktioniert. Ist schon okay. Tun wir auch nicht. Oh nein! Nein, 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 nein! Nicht schon wieder! Es tut mir leid. Es fängt immer von allein an, Energie aufzusaugen. Ich weiß aber nicht, wie es funktioniert. Was? Du weißt nicht, wie es funktioniert? Es verursacht auch diese merkwürdigen Löcher im Himmel. Und wie das funktioniert, weiß ich auch nicht. Weißt du überhaupt irgendwas? Wie sie ihre Magie zurückkriegen oder wie wir das Portal nach Equestria reparieren? Equestria? Angeblich bist du doch so clever. Aber hast du je daran gedacht, nicht mit Dingen herumzuspielen, die du nicht verstehst? Oh, aber ich will es doch verstehen. Tust du aber nicht. Und das Schlimmste daran ist, dass du damit meine Freundinnen in Gefahr bringst. Das tut mir leid. Das habe ich nicht gewollt. Twilight, warte! Das können Sie wohl kaum ein faires Rennen nennen. Direktorin Zinsch, wir alle haben gesehen, was passiert ist. Sie glauben doch nicht, dass die CHS einen Vorteil hatte. Wieso nicht? Abgesehen von den merkwürdigen trainierten Pflanzenfallen hatten ihre Schülerinnen Flügel. Nun, das Rennen beinhaltete wohl einige schwer zu erklärende Umstände. Vielleicht sollten wir die Spiele jetzt lieber beenden und ein Unentschieden verkünden. Unentschieden? Das war also ihre Strategie. Uns zu zwingen, sie als gleichwertig zu akzeptieren? Ganz sicher nicht. Die Spiele gehen weiter und die Crystal Prep wird siegen. Trotz aller Eskapaden und leistungssteigernden Mittel, die sich ihre Schüler hier leisten. Es tut mir leid, dass ich das nicht verhindern konnte. Es ist nicht deine Schuld, Sunset. Ist es nicht? Ich sollte die Magie kontrollieren können, die ich hergebracht habe. Ich kann es nur nicht. Ich habe alle enttäuscht. Und jetzt denkt Direktorin Cinch, wir würden betrügen. Es ist nicht wichtig, was die Direktorin denkt. Doch, ist es. Die Schüler hier an der CHS wollen nicht nur gewinnen. Sie wollen die Crystal Prep schlagen. Es zählt nicht, wenn die anderen nicht glauben, sie hätten wirklich verloren. Die Crystal Prep wird nie glauben, dass wir fair gewonnen haben, wenn hier Magie existiert. Und diese Magie existiert nur meinetwegen. Da es unentschieden steht, entscheidet der letzte Wettkampf darüber, wer die Freundschaftsspiele gewinnt. Irgendwo auf dem Campus wurde ein Wimpel von jeder Schule versteckt. Und das Team, das seine Schulflagge als erstes findet, gewinnt. Und sobald die Teams bereit sind, fangen wir an. Irgendwie habe ich auf diese Freundschaftsspiele keine Lust mehr. Aber wir müssen weitermachen. Das ist der letzte Wettkampf. Ach, ich kann mich nicht konzentrieren bei all dem Magiediebstahl und den Portalöffnungen. Und es tut mir sehr leid, was ich zu Twilight gesagt habe. Vor allem, da sie all das offensichtlich nicht absichtlich getan hat. Sie ist eigentlich richtig nett. Wir tragen diesen letzten Wettkampf aus und beweisen, dass wir keine Betrüger sind. Dann kannst du dich bei Twilight entschuldigen. Ich muss von euch verlangen, ein Team zu schlagen, das nicht fair spielt. Doch wir müssen der Canterlot High klar machen, dass sie gegen die Crystal Prep keine Chance hat, selbst wenn sie Magie einsetzt. Und wenn ihnen wieder Flügel wachsen? Eine gute Frage. Doch ich glaube, wir sollten jetzt Feuer mit Feuer bekämpfen. Ich habe gesehen, was dein Gerät kann, Twilight. Magie einzufangen ist etwas Gutes. Doch hast du mal überlegt, sie freizulassen? Aber ich weiß doch noch nicht mal, wie es funktioniert. Du willst es aber wissen. Und da unsere Gegner bereits Magie benutzen, sehe ich überhaupt keinen Grund, warum wir es nicht auch tun sollten. Außer natürlich, du hast kein Interesse mehr an Everton. Doch ehrlich gesagt denke ich, dass in diesem kleinen Gerät viel mehr Wissen steckt, als jedes Studienprogramm zu bieten hat. Für mich warst du schon immer was Besonderes. Denn nicht jeder auf der Schule ist so klug. Eine Studentin so wie dich gibt's nur selten, fürchte ich. Kluge Schüler hat man leider nie genug. Deine Zweifel kann ich wirklich gut verstehen.
Dein Geist ist wach, du handelst kontrolliert. Doch wenn wir das Spiel verlieren, kann ich nichts mehr garantieren. Bitte denk daran, was dann mit dir passiert. Entlass den Zauber, entlass den Zauber. Wenn wir scheitern, geht's dir schlecht. Wenn andere lügen und uns betrügen, nehmen wir uns das gleiche Recht. Deine Kräfte wirken magisch, zu verlieren wäre tragisch. Dass wir siegen müssen, liegt doch auf der Hand. Unser Erfolg ist nicht mehr weit, bis zur Hilfe du bereit. Dieser Zauber ist für alle interessant. Entlass den Zauber, entlass den Zauber. Muss die Freundschaft auch vergehen. Wir sind besessen von Interesse. Wir wollen Ketterlochscheitern sehen. Plan ist so genial wie einfach, weil jeder von uns profitiert. Du lernst den Zauber endlich kennen, der dich so interessiert. Es gilt für jeden auf der Schule, das, was uns zusteht, muss geschehen. Ich verfolge nur ein Ziel, mein Vermächtnis muss fortbestehen. Überhaupt nichts über Magie, aber ich tue es jetzt! Equestria! Nirgendwohin, nur weit weg von diesem Monster! Und ich schlage dir vor, du tust dasselbe! Twilight, das kannst du nicht machen! Wieso nicht? Es gibt eine ganz andere Welt in der Nähe! Und diese Welt steckt voller Magie! Aber um sie zu bekommen, wirst du diese Welt zerstören! Und wenn schon! Dort gibt es so viel Magie! Und ich will alles über sie erfahren! Lass bitte nicht los! Halte durch! Was bleibt dir
falsche Weg. Ich weiß, du fühlst dich gerade sehr mächtig. Als könntest du alles haben, was du willst. Ich habe es selbst erlebt. Ich habe vor dir den gleichen Fehler gemacht. Ich habe eine Krone aufgesetzt und war wie du, völlig überwältigt von der Magie, die sie besaß. Ich dachte, ich könnte alles erreichen, was ich will. Oh, da liegst du falsch. Im Gegensatz zu dir kann ich wirklich erreichen, was ich will. Nein, kannst du nicht. Denn selbst mit all dieser Magie und Macht bist du trotzdem allein. Wahre Magie kommt durch Ehrlichkeit, Treue, Lachen, Großzügigkeit, Freundlichkeit. Ich verstehe dich sehr gut, Twilight. Und ich werde dir die allerwichtigste Magie von allen zeigen. Die Magie der Freundschaft. Twilight, lass mich dir einen anderen Weg zeigen. Das hat auch mal jemand für mich getan. Unglaublich leid. Ich wollte niemals, dass so etwas passiert. Ich weiß. Und nach meinen eigenen Erfahrungen werden sie dir vergeben. Direktorin Celestia, im Namen der Crystal Prep fordere ich, dass Sie sich bei den Freundschaftsspielen geschlagen geben. Die CHS hat sich eindeutig einen unfairen Vorteil erschlichen. Und es ist wohl offensichtlich, dass Ihre Schüler bei diesen Spielen Magie zu ihrem Vorteil genutzt haben. Ich denke eher, dass die Rettung der Welt für uns alle ein Vorteil ist. Zumindest haben Sie nicht Twilight manipuliert, damit sie gestohlene Magie freisetzt und sich in eine machtbesessene magische Kreatur verwandelt, die unsere Welt zerstören will, um zu gewinnen. Wow, das sind echt ganz schön viele Informationen auf einmal. Das ist doch lächerlich! Nein, das war das, was passiert ist. Nun eigentlich tragen wir alle zusammen die Schuld. Aber Sie hauptsächlich. Offensichtlich sind meine Schüler von ihrer Magie verzaubert worden. Und ich werde sofort die Schulbehörde darüber informieren. Gut, ich bin sicher, die Schulbehörde wird Ihnen gern zuhören, wenn Sie von magischen Schülern mit Flügeln erzählen. Oh, und von Portalen und anderen Dimensionen. Ah, und vergessen Sie bitte nicht den sprechenden Hund. Denn das würde Ihren guten Ruf bestimmt nicht ruinieren. Ich weiß, dass die Freundschaftsspiele nicht so verlaufen sind, wie wir es alle gehofft hatten. Aber nach dem, was wir durchgemacht haben, ist es wohl das Fairste, wenn ich uns alle zu Siegern ernenne. Ja, ist gut. Vielleicht können wir später nochmal darüber reden. Nun, das war ein unglaublicher Abschied von der Crystal Prep. Direktorin Cinch wird deine Bewerbung bestimmt schnellstmöglich weiterleiten. Ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, nach Everton zu gehen. Wirklich? Ich weiß vielleicht über vieles Bescheid, aber über Freundschaft weiß ich fast nichts. Und ich werde wohl kaum etwas darüber lernen, wenn ich die ganze Zeit allein bin. Also, bleibst du doch an der Crystal Prep? Nun, es scheint, als wüssten die Schüler an der CHS ziemlich viel über Freundschaft. Doch ich glaube wohl kaum,
Wenn du willst, kannst du gerne an diese Schule wechseln. Wirklich? Ich werde dich bestimmt schrecklich vermissen, aber es ist eine großartige Idee. Ich rede mit Direktorin Celestia. Sie ist wie eine Tante für mich. Noch immer keine Antwort von Twilight? Noch nicht. Aber ich glaube, ich habe herausgefunden, wie die Magie in unserer Welt funktioniert. Wir erleben Pony-Momente, wenn wir unser wahres Ich zeigen. Und ich habe so lange darauf gewartet, dass mir jemand anderer die Antwort gibt, dass ich aufgehört habe, selbst danach zu suchen. Es werden sicher weitere magische Probleme in dieser Welt auftauchen. Aber wie Applejack sagt, Prinzessin Twilight hat auch ihre eigenen Probleme in Equestria. Wir können nicht erwarten, dass sie immer da ist, um zu helfen. Aber vielleicht kann ich es. Es scheint, als hätten wir eine neue Wondercolt hier an der Canterlot High. Ich weiß nicht, ob ich eine große Hilfe bin, aber ich möchte es versuchen, wenn ihr mir eine Chance gebt. Ihr werdet Twilight bestimmt helfen, sich hier wohlzufühlen. Und ob wir das tun? Thank you.